Schutzgeist. Seit deinem ersten Tag ist er dein guter Kamerad. Seit deiner ersten Stunde gibt er von deinem Wandel Kunde. Als Helfer ist er stets zur Seite, so das Leben dir Not bereite. Er hilft dort, wo er helfen kann, doch lässt er dich alleine dann und wann. Sei ihm ein Freund dein Leben lang, er ist ein Führer ohne Zwang. Führt dich dein Pfad zum Licht und du keine Blume leicht hinbrichst, nimmt er dich mit Freuden an der Hand und führt dich in ein schönes Land. Herr Felix, Sie haben ein Gedichtsbuch mit dem Titel »Lyrische Blicke ins Jenseits« geschrieben. Wie kam es dazu? Ja, ich habe mich schon als junger Mensch sehr stark für das Geistige interessiert und habe eigentlich vor 30 Jahren schon damit begonnen, mit diesen Gedichten. Wenn Sie von Blicken ins Jenseits schreiben, so geht man davon aus, dass es irgendwo ein Fenster geben muss, die das ermöglichen. Ja, dieses Fenster hat sich allmählich eröffnet durch das Studium der Literatur. Der Literatur, die sich mit Jenseitsfragen, mit dem Leben nach dem Tode befasst hat. Da habe ich ziemlich umfangreich eigentlich Literatur gesammelt, damals mal über Bibliotheken, über Quellen, über Personen und über diese eine Quelle, die mich sehr inspiriert hat und zu der ich vor 30 Jahren gestoßen bin. Mit der Zeit ist da ein Blick geworden. Das war ein allmählicher Prozess der Reifung, dass man auf den Blicken sprechen kann. Ich habe ja bewusst das Wort Blicke geschrieben und nicht Gedanken. Es soll Einblicke geben in jenseitige Verhältnisse, in Vergangenes, aber auch Zukünftiges, ein Ausblick. Was hat Ihnen der Blick ins Jenseits in Ihrem Leben gebracht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja wichtig, dass auch man etwas Persönliches davon hat. Es sind ja nicht nur intellektuelle Übungen, die wir veranstalten, sondern es gibt einem einen Einblick in religiöse Zusammenhänge, Verhältnisse. Die Glaubensfrage wird geklärt, glaube ich. Das hat meinen Glauben an Gott gestärkt, ganz klar. Und auch das Gottvertrauen. Und ich habe damit relativ viele unangenehme Situationen besser meistern können. Kurz zusammengefasst, was sind die Kernaussagen Ihres Buches? Mein Gedichtband ist bereits eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung eines literarischen Erbes, das ich während Jahrzehnten gesammelt hat, in dieser literarischen Quelle, von der ich spreche, auf der Rückseite meines Buches. Es geht letztendlich um die Frage des Überlebens nach dem Tod. Es geht darum, was wir für eine Zukunft haben, eine geistige Zukunft. Es geht um Aufklärung über vergangenes, jenseitiges Geschehen. Und was sich vorher ereignet hat, ist ganz entscheidend, nämlich der Fall der Geister, der sich ereignet hat vor der irdischen Schöpfung, vor dieser Zeit. Und das ist ein Schlüsselthema, das ich erwähne in meinem Buch. Wenn man das versteht, versteht man auch viele christliche Fragen. Vor allem das Erlösungswerk Christi kann man nur verstehen, wenn man den Geisterfall und die Auswirkungen in den Einzelheiten kennt. Herr Felix, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.